So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start, ich bin wieder zu Hause. Eigentlich hat sich ein Tag früher als geplant. Ja, sorry, dass gestern keine Folge Mafia 3 kommt. Ich war noch bei meiner Freundin das ganze Wochenende und hab dann, das ganze Wochenende, seit Dienstag quasi. Ja, und hab mich dann quasi entschieden, hey, bleibst du doch noch einen Tag länger, weil bei 500 Kilometer Fahrt, ja. Warte mal. Willst du was essen? Ich könnte uns schnell was kochen. Ja, warte mal. Bei 500 Kilometer Autofahrt, dann dachte ich mir, ah, dann machst du den Tag noch länger, weil vor allem meine nächste Tour, die eigentlich hätte heute stattfinden müssen oder gestern stattfinden müssen, bis heute zur Kata, die hat sich quasi leider erledigt. Sie hat abgesagt, weil sie noch ein bisschen was Stress hatte und alles rum und dran. Ist ja auch Ostern und dementsprechend kam gestern keine Folge Mafia 3, weil ich eigentlich nicht, weil ich den Tag Donnerstag eigentlich zum Aufnehmen hätte nehmen wollen. Jetzt sitze ich am Freitag dran. Ja, passiert einfach manchmal. Seht es mir nach, dass ich auch manchmal ein Privatleben habe und einfach mal Bock habe, ja, mit Leuten was zu machen, statt für euch, statt aufzunehmen. So, was haben wir denn hier? Überleg mal, mir etwas mehr Territorium anzuvertrauen. Ja, vielleicht. Gut, ich muss gerade, jetzt muss mal gucken, ob dass ich hier rauskomme. Ja. Ich glaube, das könnte aber spontan sein. Nein. Diese Tür ist es sein. Ja. Genau. Gut, ja, wir haben das Ding ja übernommen, nachdem wir Vito in der letzten Folge befreit haben vor den ganzen Gangstern. Was haben wir denn heute für ein Ziel? Oder was mache ich denn heute für ein Ziel? Das hier. Die sogenannte Gewerkschaftserpressung. Dann tun wir das doch mal. Dann pressen wir mal kurz eine Gewerkschaft. Das wollte ich sowieso machen, glaube ich, in der Folge, ne? Das war sowieso irgendwie geplant. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass ich das... Moment. So, sorry, dass ich das gerade machen muss. Bevor ich jetzt hier... ne? Einmal das... Bevor ich jetzt hier mit der Mission weitermache. Weil hier sind noch Teile. Die wisst ja, wofür die gut sind. Die sind nämlich dafür gut. Richtig. Um, nehmen wir das mit. So war es richtig. So, warte mal, gucken wir mal. Die haben also im Hollow wirklich einen Hillbilly auf. Du sagst, man kann sich auf dich verlassen. Ja, kann man auch. Ich brauche nur manchmal ein bisschen was länger. Ich hab gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Tut mir leid. Doch Blanchard. Wie du behauptest, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert... Das kann ich dir sagen. Dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettos Leuten rauskrieg. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Gut, der Geldantreiber. Tourettos Geldantreiber bringen Gewerkschaftsbeiträge in einen geheimen Unterschlupf. Folge ihnen, um Tourettos Geld zu stehlen. Moment, das war was anderes. Was haben wir denn hier Schönes? Den da. Gewerkschaftserpressung. Ja, die nehmen wir mal mit, auf jeden Fall. So, ich brauche ein Auto. So, normalerweise sollten die mich eigentlich. Sind eigene Leute sollten mich eigentlich nicht verpfeifen, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, ein bisschen Heuschnupfen gerade. Dementsprechend kann das passieren, dass ich mal ein bisschen verstuft rüberkomme.
Oh, Es kommen Meldungen rein über Fuck. Eine Fahrerflucht in River Row. Falls jemand in der Nähe Zeit hat nachzuschauen, immer zu. Fuck it. So, habe ich hier doch immer... Egal, ich glaube, ich habe den Typen trotzdem geholt. Das war's wert. Hoffe ich zumindest, oder? Ich hoffe, dass wir das jetzt haben. Oder müssen wir den jetzt nochmal machen? Oder sonst müssen wir das jetzt anders gleich erledigen. Shit. So. Warte mal, habe ich den jetzt überhaupt mitgenommen? Ja. Gut, okay, dann haben wir das eigentlich. Dann nehmen wir uns den nächsten mit. Ja, ist nicht gerade einfach. Da ist übrigens noch so ein... Warte mal, den nehmen wir kurz mit, den Kasten hier. Ha, verdammt. Offen. So, dann machen wir das mal um. Wir haben noch ja, ein bisschen was offen. So, der Abwehrpunkt ist aktiviert. Was steht da vorne? Get-Hotspot oder was? Ach, die Karre da oder was? Du kannst alle Gegner verfolgen mit den Sondertypen. Ich aber nicht. Dieser Joint macht mich fertig. Das Kapital ist frei, warum will das Ding? Wir holen uns den kurz mal. Ich weiß doch nichts. Aber ich hätte ja gleich mal an. Ach,
Aua, du musst echt aufpassen auf alles, ey. So. Bitte schicken Sie Ihre Männer hier runter. Wir haben eine Meldung über einen bewaffneten Schwarzen männlich in River Road. Schaut doch mal. Ah, Mann. Nee, ich wirklich hatte ja sogar. Oh Mann, das sind die auch noch rausgeschissen gekommen zu zweit. Weil die eine Karre da hinter mir, stand. Ah Mann, jetzt bist du schon zweimal gestorben in dieser Folge. Und ich hab $2000 verloren. Einfach für die. Fast, ey. 5000. Jetzt haben wir nur $2000 noch oder so. Ich hab so gut wie gar nichts mehr an der Kohle. Ja, gut, dann müssen wir zu den. Aber den Typen, glaube ich, haben wir den Typen getötet? Ja, ich glaube, wir haben ihn getötet, ja. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, pass auf, jetzt schubst du wieder. Bitte, bitte, ich will einfach nur heimgehen. Und gütiger Sigurd, lass mich das überleben. Ich will nicht davon erfahren. Ja, Zeuge ruft die Polizei, wird sich ver... Ich finde nicht super hier. So wie Bock, kein Bock auf die Polizei jetzt. Scheiße, da kommt ein Kopf. Na, ja, doch nicht. Wir gehen jetzt da hinten hin, das ist gut. Das heißt, der wird uns nicht auf. Wird es jetzt erstmal nicht auf die Nüsse gehen. So, wunderbar. Was haben wir dann als nächstes? So. Einstellen. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. So, wir müssen den jetzt auch 17.000 Schaden machen. Dann hatten wir die nächsten Teile. Dann hatten wir die sabotiere die Anhänger der Gewerkschaft. Das ist die nächste Aufgabe. Die Frage ist, welchem Sinn Anhänger? Verstecken hilft nicht.
In welchem Sinne Anhänger? Weil der heißt Anhänger mit LKW-Anhänger oder Anhänger mit Leuten? Das ist halt auch die große Frage. Ich verstehe nicht, welcher Idiot seinen letzten Kampf in einen alten Vergnügungspark verlegt. So. Hab ich, glaube ich, auch mitgenommen. Scheiße, ich muss weg. Notiz lesen. Als Gewerkschaftsmitglied ist das folgende Recht, Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz, das Recht auf Bezahlung für Überstunden, das Recht auf Interessenvertretung durch die Gewerkschaft, das Recht auf Altersrente oder andere Vorteile, das Recht durch die Knie. Okay. Ja. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Ich gehe in Deckung. So, wieder Geld mitgenommen. 8600 haben wir nur noch auf dem Konto. So, der ist tot. Lass mich nicht so sterben. Nehmen wir das mit. Weg damit. Kohle mitnehmen. Zack, zack, zack. Nehmen wir auch mit. Oh, wir haben einen Kasten. Super. Der erste Hilfekasten, das ist immer gut. Hier nur, ne. Ah, ich dachte, was Wichtiges, okay. Wir nehmen die Kohle schön mit. Brauchen wir denn insgesamt noch 7.500? Gut, haben oder nicht haben, ne? So, was haben wir denn da holen? Ach, 500 Meter, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld noch sammeln. Nochmal 250. Ist ein ordentlicher Stapelkohle. $1.500. Was zum... Ich habe ihn! Hier drüben! Das ist ja mal was. So, mitnehmen. So, haben. Alles mitgenommen. Hier ist das Geld, was ich haben wollte. 250, zack. Und es fehlen nur noch 5.500. Er ist nicht hier. Wo zur Hölle ist er? Ich kann mich...
Genau. Siehst du da meine Augen für einen Moment? So, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3 und dann schauen wir uns das hier noch einmal ein bisschen was genauer an oder wir machen den nächsten Teil. Es kann nämlich auch sein, dass wir danach nämlich weitermachen müssen, weil wir noch den Teil machen müssen. Auf jeden Fall den letzten Teil Gewerkschaftserpresse. Wir wollen nämlich auch noch ein bisschen was an Kohle. Und dann hätten wir da den Teil auch schon. Vielleicht können wir sogar schon im nächsten Part den Teil hier fertig machen. Bis dann und tschüss.